Schwester Hildegard! Was ist? Warum gehen Sie denn nicht dran noch? Ich versuche Sie schon seit Stunden vergeblich zu erreichen. Sie haben doch hoffentlich den Holundersekt kaltgestellt. Es gibt nämlich einiges zu feiern. Stellen Sie sich vor, Kardinal Töpfer erschien überraschend beim Hochamt und hat Herrn Rosper und meine Wenigkeit zu einer kleinen Soirée in sein Palais eingeladen. Und auch wenn Sie es immer noch nicht wahrhaben wollen, ich gehe jede Wette ein, dass er bei diesem Anlass seine bevorstehende Ernennung zum Kardinal verkünden wird. Mein Gott, Herr Rosbold, schauen Sie doch nicht so, als würden Sie zum Schafott geführt. Ja, und Sie, Schwester, wollen Sie nicht rangehen? Schwester, was soll das? Das ist der 74. Anruf seit heute früh. Ich kann nicht mehr. Hier, lesen Sie. Und falls Ihnen danach immer noch nach Holundersekt zumute sein sollte, dann lassen Sie es mich wissen. Schwester! Oh mein Gott! Was ist? Jetzt sagen Sie schon. Hanna! Ich bin dabei, den Verstand zu verlieren. Deine Augenklappe ist ja weg. Hey, das ist hier aber auch schon der einzige Lichtblick. Hat die Baronin die Zeitung schon gelesen? Sie ist gerade dabei. Oh Mist. Du machst dir ja keine Vorstellung, wer hier alles anruft. Fernsehen, Presse, empörte Katholiken und sonstige Witzbolde aller Art. Wo ist der Brief, den Maria an die Baronin geschrieben hat? Maria? Ja, unsere Maria. Ach, die. Der ist in der Unterschriftenmappe. Ui, dann gib ihn her. Er nicht da. In der Unterschriftenmappe da drinnen, auf Ihrem Schreibtisch. Oh. Schwester, verbinden Sie mich umgehend mit Bürgermeister Wöller. Halt! Nein, erst muss ich mit dir sprechen. Jetzt? Ja. Bist du lebensmüde? Schwester, Sie haben sich einen denkbar ungünstigen Moment ausgesucht und ich muss Sie bitten... Schwester Hanna, Gott zum Gruße. Der erste Lichtblick heute. Um ein Haar wäre ich diesen pompösen Feierlichkeiten entronnen und zu Ihnen geflüchtet. Aber gratulieren darf man doch zum Jubiläum, oder? Bitte nicht. Ich bin Gott froh, dass alles überstanden ist. Was heißt denn hier überstanden? Jetzt geht's erst richtig los. Haben Sie die Zeitung gelesen? Ja. Und genau deshalb bin ich hier, sozusagen als Abgesandte von Herrn Wöller. Wie? Ja. Er ist von diesem Artikel genauso überrascht wie Sie und schwört hoch und heilig, dass er damit nichts zu tun hat. Das ist ja lächerlich. Ehrlich, Frau von Ballheim, nicht einmal Herr Wöller wäre zu so etwas imstande. Und vor allem würde er doch niemals sein Traumprojekt gefährden wollen. Also, da muss ich Schwester Hanna zustimmen, Frau Baronin. Man kann Herrn Wöller alles vorwerfen, aber nicht, dass er dumm sei. Wenn nicht er, wer dann? Und vor allem mit diesen intimen Details. Bis hin zu Ihrer Unterschrift unter der Stiftsurkunde. Der Herr Wöller hätte da einen Kandidaten. Der da wäre? Weihbischof Kalkbrunner. Also Schwester. Und wie kommt der Herr Bürgermeister auf diese ungeheuerliche Vermutung? Kalkbrunner und er sind alte Studienkollegen. Und Herr Wöller sagt, er hätte ihm diese kompromittierenden Details zugespielt. Offenbar, um ihre Kardinalskandidatur zu sabotieren. Nein, nein, nein. Ich muss zugeben, man kann ihm einiges zutrauen, aber das ausgeschlossen. Finden Sie? Erinnern Sie sich daran, wie er Bitte gegen Sie... Bitte nicht, Schwester. In dem Fall müssen Sie sich schon mit dem Ergebnis meiner Urteilskraft und Menschenkenntnis zufrieden geben. Wenn ich da etwas... Und Sie auch. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, dann verkaufen Sie endlich diese unglückselige, zwielichtige Immobilie. Und in 3 Tagen kräht kein Hahn mehr danach. Ja, nun gehen Sie schon endlich ran. Den Kopf in den Sand zu stecken, nützt auch nichts. Ja? Rosbauer hier. Nun, dann richten Sie seiner hochwürdigsten Eminenz aus, dass ich vollstes Verständnis habe. Ja, ich wünsche gute Besserung. In Ewigkeit. Die Soiree? Der Herr Kardinal geruht sich eine Magenverstimmung zuzulegen. Wie schön. In dem Fall kann ich mich dann endlich auch verabschieden. Ich wünsche noch einen erbaulichen Abend. Gelobt sei Jesus Christus. Herr Rosbauer, was sollen wir denn jetzt machen?
Möchten Sie noch einen Kaffee? Nein, danke. Aber ein Wasser vielleicht noch. Grüß Gott, Herr Doktor. Herr Wöller. Gleich vorweg, damit habe ich nichts zu tun. Das mag ja sein. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Ordensleitung das anders sieht, Herr Wöller. Glauben Sie allen Ernstes, die verkaufen Ihnen auch nur einen Quadratmeter Grund für die Zufahrtsstraße zu unserer Müllverbrennungsanlage? Doktor, wer wird denn gleich beim ersten Anzeichen von Gegenwind den Kopf in den Sand stecken? Just im Moment bearbeitet eine gute Bekannte von mir die Oberbaronin. Und wenn ich dann, nachdem sich der Staub etwas gelegt hat, mit meinem neuen Angebot komme, und zwar mit den 200 Meter Trassenverlängerung von Ihnen, wird die Baronin schneller unterschreiben, als Sie 50.000 sagen können. Ihre Zeitung. Jakobi? Wer ist da bitte? Ich bin nur Gast hier. Die Nonnen sind... Weiß der Himmel wo. Ja, aber ich kann gerne etwas ausrichten. Nein, schon gut. Ich melde mich wieder. Wie Sie meinen. Auf Wiederhören. Was geht hier vor? Was hier vorgeht? Wiener Schnitzel mit Gurken und Kartoffelsalat. Lieblingsgericht meiner Tochter. In meiner Küche? Ja, wo denn sonst? Wenn Sie schon mal da sind, wissen Sie, ich genehmige mir in der Regel um diese Zeit gerne ein kleines Gläschen Hochprozentiges. Aber ich kann Ihren berühmt-berüchtigten Klostergeist nirgendwo finden. Was haben Sie denn? Was ist denn los? Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Das wäre doch spitze, Schwester. Vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde pro Woche. Im Radio? Ja, die Leute könnten anrufen und Sie in medizinischen Fragen um Rat fragen. Ja, aber ich bin kein Doktor. Ja, aber die Leiterin der Beratungsstelle Kloster Kaltenhagen. Und Sie könnten doch den Ratgeber spielen. Für Küche und Garten. Wie bitte? Im Radio oben. Hä? Ja. Doch! Halt! Halt! Ich weiß doch schon gar nicht mehr, wohin damit. Bitte, nehmen Sie sie wieder mit. Schwester, ich habe Ihnen doch schon gesagt, bezahlt ist bezahlt. Also wohin diesmal? Ins Krankenhaus. Oder auf den Friedhof. Oder in irgendein Seniorenheim. Nur nicht hier. Wie viel sind's denn diesmal? 4. Rosen, Rot, Gelb, Weiß und die Orchideen. Ich krieg die Krise. Ich zähle die Tage und werde nicht aufhören, Blumen sprechen zu lassen, bis ich sie wiedersehe. Ihr Leo. Gott, wie romantisch. Wer ist denn die Glückliche? Sie? Doch nicht etwa Sie. Ihre Tochter. Hm? Wer sonst? Sie können ja die Blumen mit auf Ihr Zimmer nehmen. Oder Sie machen einen Rosenpudding-Auflauf drauf. Vielleicht haben Sie dafür ja auch ein Rezept. Ja! Also, was ist jetzt? Ich muss doch weiter. Ich nehme sie. Welche? Alle. Ja, endlich. Wo stecken Sie denn? Wunder dauern etwas länger. Also, die 200 zusätzlichen Meter Trasse sind unter Dach und Fach. Und Sie? Konnten Sie die Baronin von meiner Unschuld überzeugen? Leider nein. Oh, Schwester. Ja, tut mir leid, aber nicht einmal Bischof Rossbauer hält Kalkbrunner für den Schuldigen. Und die Frau Baronin war auch nicht davon abzubringen. Ja, mit anderen Worten, die 2,2 Kilometer Trasse können wir in deinem Vorgarten bauen. Jetzt halt mal die Luft an, Hermann, ja? Geben Sie es zu, Sie haben es gar nicht erst versucht. Doch. Sie, die doch sonst jeden rumkriegt. Oh Gott, meine Mutter. Ich muss gehen. Einen schönen Abend. Ihnen auch. Wiedersehen. Wolfgang, ein Bier für dich? Nein, danke. Der Herr Bürgermeister sieht gerade seine Felle davon schwimmen. Er möchte nicht gestört werden. Oh, da
wollen wir natürlich nicht stören. Wisst ihr, was ihr mich könnt? Nein. Ist auch besser so. Hallo? Till? Ich soll die kleine Katze füttern, aber ich krieg die blöde Dose nicht auf. Und gleich kommt meine Lieblingssendung in Kika. Ach, das ist doch kein Problem. Das kann ich doch machen. Komm, gib her. Wie heißt sie denn? Rappelkiste. Was? Die Katze heißt Rappelkiste? Nein, die heißt Greta. Und kann ich jetzt endlich gehen? Ja, klar. Na? Dann wollen wir mal sehen, Greta. So. Ja, jetzt gibt's erstmal was zu fressen. Schau. So. Nein, nicht die Pizza. Hier spielt die Musik. So. Schau mal. Andacht. Ach. Wahrscheinlich bitten sie den lieben Gott darum, dass sich die Erde auftut und ich darin versinke. Ach, Mama. Gegessen haben sie auch nichts. Die eine mit der weißen Haube hat nur geheult. Und die beiden anderen haben sich darum gestritten, ob ein Huhn die Zukunft voraussagen kann. Oder nicht. Wir haben es im Moment alle nicht leicht. Mhm. Wo habt ihr eigentlich euren Klostergeist versteckt? In der Küche, unter der Spüle, im Putzeimer ganz hinten an der Wand. Wieso denn das? Ja, damit Felicitas ihn nicht findet und in Versuchung gerät. Sie hat ein Alkoholproblem. Und ich dachte, ich hätte Probleme. Da. Was machen Sie denn hier? Ich weiß, alles viel zu teuer hier. Da. Cordon Bleu, 48 Euro. Warum gehen Sie nicht in Ochsen? Da heißt es Cheeseburger und kostet nur 7. Ich bin noch verabredet. Und sie hat sich das Lokal hier ausgesucht. Dann fangen Sie eben Ihre Frau draußen ab. Weinen ihr was vor und abgepustet. Hören Sie mal, wie reden Sie mit mir? Herr Mayer, verstehen Sie, ich habe eine vertrauliche Verabredung mit jemand von Landtag. Aber bitte, Sie können Ihre Rechnung auf meinen Deckel im Ochsen schreiben lassen. Ja, laden Sie Ihre Frau zu einer Hausmarke ein. Wie kommen Sie darauf, dass ich mit Trude verabredet bin? Herr Mayer, in fremden Gewässern fischen und das Haushaltsgeld auf den Kopf hauen? Hoffentlich kriegt Ihre Frau das nicht mit. Ich hoffe doch. Wieso? Dann geht ihr endlich ein Licht auf, was sie an mir hat. Ach so. Na dann. Toi, toi, toi. Wollten Sie nicht zum Ochsen? Alles auf Ihren Deckel. Hemmungslos. Buonasera, Signor Walla. Buonasera. Prego, Ihr Tisch. Grazie. Bringen Sie mir ein Fläschchen Champagner. Gerne. Frau Laban. Sie? Sind Sie etwa mit Herrn Wöller verabredet? Nein, wie kommen Sie darauf? Na, weil er da drin sitzt und angeblich mit einem vom Landtag dinieren will. Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Direkt neben ihm sitzt mein Pferdedieb und wartet auf mich. Na ja, gehen Sie halt rein. Mit
Wöller am Nebentisch und seinen ätzenden Kommentaren? Nein, danke. Dabei ist er genau mein Typ. Sportlich, elegant. Mit einem sehr männlichen Flair. Meine Herzdame lässt mich am langen Arm verhungern. Ich gehe jetzt. Was halten Sie davon, wenn ich Sie zum Essen einlade? Was, hier? Im Ochsen. Wir können richtig zuschlagen. Ich habe einen Blankoscheck von Herrn Wöller. Der zahlt alles. Shampoos inklusive. Na gut. Gehen wir. Wir fahren. Hat er dir auch erzählt, dass du die einzige Frau in seinem Leben bist, mit der er sich vorstellen kann, Kinder zu haben? Wer bist denn du? Maria. Mann. Fass mich nicht an! Mein Gott, was soll ich denn wissen, dass du zurückkommst? Mann. War das deine Lohne? Lass mich raus! Schließt in 10 Minuten. Darf ich Ihnen vielleicht nicht doch noch eine Kleinigkeit anbieten? Ja, die Rechnung. Wie Sie wünschen. Hallo? Sie? Und wo ist Maria? Soll es heißen, sie ist nicht hier? Nein. Herr Thalbach! Passiert? Wo ist Maria? Ich hab gedacht, die wäre bei Ihnen. Nein. Die war doch bei Ihnen. Ja, nein, also nicht mehr. Das war so. Nachdem Maria mir den Laufpass gegeben hat, da war ich frustriert. Ja, da habe ich zu viel Alkohol getrunken. Und dann habe ich eine alte Freundin angerufen und bin mit der zu mir nach Hause. Ja. Das ist ja mal wieder typisch. Wie soll ich denn ahnen, dass Maria sich's anders überlegt und zu Hause bei mir auf mich wartet? Was? Ich wollte noch mit dir reden, aber dann ist sie einfach abgehauen. Na toll. Wo könnte sie noch sein, wenn sie nicht hier ist? Da bin ich leider überfragt. Verstehen Sie das, Frau Labern? So, bitte sehr. Ich liebe meine Tode. Und den Junior. Aber ich weiß so langsam nicht mehr, was ich machen soll. Tja, Herr Meier. Ich kann Sie schon verstehen, wenn Sie behauptet, Sie werden mit Ihrer Großmutter verheiratet. Schwester Maria. Hallo, Erika. Hast du vielleicht ein Zimmer für mich? Ja, natürlich. Hier, bitte. 1. Stock, 4. Türe. Danke. Aber was soll ich denn sonst mit Oma machen? Einen Moment, Herr Meier. Ich bin gleich wieder ganz für Sie da. Erika, war das eben Schwester Maria? Ja. Und sie hat sich ein Zimmer genommen? Ja. Ja, warum denn? Ich weiß es nicht. Kann ich mal telefonieren? Natürlich, bitte. Lela, leg dich wieder hin. Ich bring sie schon zurück. Ich will mitkommen, Hanna. Ach, nein. Bitte, sei lieb, ja? Leg dich wieder hin. Sie können gleich wieder umkehren. Ich muss noch mal los. Umdrehen! Sie meinen umbringen? Bei den Schulden, die ich beim Huber habe, kann ich mich nur noch in die Isar stürzen. Ja, bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. Ja, dann bringen Sie mich halt um. Herr Wöller, bitte. Ja, los, geben Sie vollen Gas. Oh.
noch eine Leiche. Weg da! Ja, ja, ja. Ja, hallo! Ja, ja. Ich bin hier. Mädel, was machst du nur für Sachen? Im Ochsen übernachten. Ich habe mich einfach nicht zurückgetraut. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hin soll. Ich habe dir doch gesagt, bei uns hast du immer ein Zuhause. In guten wie in schlechten Zeiten. Du weißt Bescheid? Ja. Er war da und hat nach dir gesucht. Hat er dir auch erzählt, was passiert ist? Ja. Er war wohl so enttäuscht, dass du ihn abgelehnt hast. Ach ja. Und dann muss er gleich mit der Nächstbesten ins Bett gehen. Maria. Und wegen so einem habe ich alles aufgegeben. Da habe ich endlich einen Platz im Leben gefunden. Und eine Aufgabe. Und Menschen, die mich akzeptieren. Und Liebe haben. Und dann mache ich alles kaputt. Aber wieso kaputt? Nichts ist kaputt. Komm, jetzt gehen wir nach Hause und dann sehen wir weiter. Ich kann nicht zurück. Ich habe der Baronin schriftlich meinen Austritt erklärt. Ist es dir wirklich ernst? Willst du wirklich bei uns bleiben? Ja. Na dann muss ich wohl ein kleines Wunder vollbringen. Du hast den Brief. Mhm. Mitgenommen. Und gerade noch rechtzeitig. Jetzt hol deine Sachen und dann fahren wir nach Hause, ja? Na komm. Danke. Komm. Ich dachte, Sie wollten sich umbringen. Das wäre mir beinahe gelungen, wenn der Baum ein paar Tage älter gewesen wäre. Offenbar scheinen Sie mit Ihrer Traummüllanlage gegen höhere Mächte zu kämpfen. Ja, das sieht nur so aus. Aber keine Sorge, ich werde die Oberbaronin schon noch rumkriegen. Aber lassen wir das. Eigentlich hatte ich gehofft, in Ihrer Nähe ein bisschen mehr Ruhe und Zuspruch zu finden. Herr Wöller. Ja, ich bin auch nur Mensch, auch wenn es sich so aussieht. Und nach all den Schlappen, die ich habe heute ertragen müssen, bitte, noch ein ganz kleines Absäckerchen im Ochsen. Jetzt? Ja. Herr Wöller, steig schon mal ein, ich komme gleich nach. Die kennen wir doch irgendwoher. Ja, nur im Habit. Ja, aber Ihre Kollegin kann doch vorfahren und ich bringe Sie dann ins Kloster. Bitte, bitte, bitte. Tja, Herr Wöller, der Herr hat mir gnädigerweise die Entscheidung abgenommen. Was halten Sie davon? Ich fahre Sie nach Hause und Sie lassen den Wagen stehen. Hm? Sie, mich? Ich, Sie,